Wir sind im Lichtmeer-Kolleg, Klasse 10. Wir betrachten dieses Buch, mit dem wir hier hart arbeiten, die Fundamente. Und unser heutiges Problem besteht darin, dass wir uns mit dem Bogenmaß beschäftigen. Beim Bogenmaß gehen wir aus von einer Proportion. Das heißt, wir betrachten den Winkel Alpha und dieser Winkel wird zum Gesamtwinkel ins Verhältnis gesetzt. Der Gesamtwinkel beträgt ja 360 Grad. Also kann ich schreiben Alpha zu 360 Grad wie das Bogenstück zum gesamten Bogen. Und der gesamte Bogen ist ja 2pi r. Also können wir schreiben b zu 2pi r. Diese Proportionsgleichung wird so gelöst, Stefan, dass man das Produkt der Innenglieder gleich dem Produkt der Außenglieder setzt oder auch umgekehrt. Ich habe also geschrieben, 360 Grad mal b ist Alpha Grad mal 2pi r. So, jetzt dividiere das Ganze durch r und durch 360 Grad und wir erhalten b durch r gleich Alpha Grad mal 2pi durch 360. Dann kürze ich die 2 mit der 360 und erhalte b durch r gleich Alpha Grad mal pi durch 180. Nun könnte man noch r mit 1 betrachten, also 1 setzen. Dann haben wir das Bogenstück. Und dieses Bogenstück, Jungs und Mädels, das wird als das Bogenmaß bezeichnet. Und zwar in der Kurzschreibweise entweder Arcus von Alpha, Arcus heißt der Bogen, beziehungsweise einfach Alpha und Bogen drüber, also Alpha Bogen. Dann haben wir diese Gleichung. Kamera schaut hier genau drauf. Bisschen Zoom vielleicht. Haben wir? Okay. Jetzt habe ich diese Gleichung für das Bogenmaß, ich habe die hier nochmal hingeschrieben und löse diese Gleichung Mika auf nach Alpha Grad. Ja, dann muss ich ja lediglich das Bogenmaß mit 180 multiplizieren und dann haben wir Alpha Grad gleich Alpha Bogen mal 180 durch Pi. Tolle Sache. Ein paar Berechnungen, vielleicht gehen wir hier erstmal zu dem unteren. Nehmen wir mal an, es ist Alpha gleich 30 Grad und ich will das Bogenmaß haben. Dann setze ich in die Formel 30 Grad mal Pi durch 180. 30 können wir irgendwie kürzen mit 180, das ist dann ein Sechstel. Und dann ist das Bogenmaß für 30 Grad Pi Sechstel. Wir haben hier weitere Werte angeschrieben. 0 Grad ergibt Bogenmaß 0, 90 Grad ergibt im Bogenmaß Pi halbe, 180 Grad ergibt im Bogenmaß Pi, 270 Grad ergibt im Bogenmaß 3 halbe Pi und 360 Grad ergibt im Bogenmaß 2 Pi. Natürlich könnte man hier diese Tabelle vervollständigen, indem man noch 45 Grad nimmt, dann nochmal 60 Grad und das Ganze immer in Schritten von 30 Grad bis zu 360. Dann kann man eine wunderbare Sinusfunktion zeichnen. Und das wollen wir ja machen. Würde sagen, Stefan, bisher, ne? Ja. 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 Oh, oh, oh. Gut. Wir sind eine 10. Klasse. Wir haben hier heute zwei Schüler dieser Klasse, Mika und Stefan, die motiviert sind, die auch versuchen, ihr Bestes zu geben. Und ich würde sagen, die beiden Jungs sollen uns jetzt mal ein paar Worte sagen. Bitte schön, Jungs. Salam alaikum. Wir sind gerade in dieser Liste, mein Kollege. Heute machen wir der Yanakmas. Es ist eine Proportion, diese 360. Das ist eine. Ja, ruhig weiter, Junge. Und dann hilft dir Stefan. So, also ihr macht dann so diese, ihr rechnet.
Lachen Sie! Der Fall nicht noch. Mein Gott. Das ist so ein Kind, Alter. Machen wir von vorne erschwellen. Avery? Was? Die ist doch einfach. Der Mann redet gerade. Okay, gut. Also, du hast halt das Bogenmaß. Ja, sag mal. Lies mal die letzte gleich. Wir sind eine 10. Klasse. Wir betrachten die sogenannte Trigonometrie. Wir haben hier zwei Schüler, Mika und Stefan, die sich große Mühe geben im Uni, ne? Genau. Und der junge Mika wird ganz kurz etwas zur Problematik sagen. Bitte. Hallo, wir sind gerade im Listenberg-Kolleg. Wir sind die 10. Klasse. Und wir zeigen euch den Bogenmaß. Also, es ist eine Proportion, indem wir Alpha gleich Narcos die beste Summe machen. So. Ne? Ne, Uni? Genau. Ja. Na gut, okay. Ja. Und dann geht der Stefan weiter. So, weiterhin wäre dann Arcos Alpha ist gleich Alpha Winkel mal Pi geteilt durch 180 Grad und Alpha Winkel ist gleich Arcos mal 180 Grad durch Pi. Da haben wir noch eine Tabelle angefertigt. Das Beispiel wäre dazu Alpha gleich 30 Grad. Eingesetzt wäre, dass Arcos Alpha ist gleich 30 Grad mal Pi geteilt durch 180 wäre gleich Pi durch 6. Okay, gut Jungs, würde ich sagen, bisher her.